Hallo? Glauben Sie, ich habe den ganzen Tag Zeit? Oder wollen Sie sich mit der neuen persönlichen Assistentin von Tanja von Landstellen verschätzen? Eben. Und deswegen würde ich selbstverständlich nie von dir verlangen, dass du irgendwelche Firmeninterne an mich weitergibst. Mit Jessica, das stimmt. Ich habe dich mit ihr betrogen. Weil Andi mit mir den besten Sex seines Lebens hatte. Aber glaub mir, du wirst Andi in Kambodscha genauso wenig vergessen wie hier. Das reicht mir schon, wenn ich ihn nie wiedersehen muss. Für alles im Leben gibt es Experten. Wenn das Auto kaputt ist, kommt es in die Werkstatt. Wir gehen zu Steuerberatern und nicht einmal der Friseur schneidet sich die Haare selbst. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass du nicht gefahren bist. Ich war schon fast im Flugzeug. Dann habe ich mich umgesehen und plötzlich war alles klar. Kein Lotse fliegt ein Flugzeug. Die Piloten kümmern sich nicht um die Passagiere. Jeder macht nur das, was er wirklich kann. Ja, klar. Was hat das mit uns zu tun? Für alles suchen wir uns Spezialisten. Aber warum glauben wir ausgerechnet bei der wichtigsten Sache in unserem Leben, bei der Liebe, dass wir alles alleine schaffen müssen? Unsere letzte Chance. Ich dachte immer, dass mit uns das wäre ein Selbstläufer. War es vielleicht auch, bis jetzt. Andi, ich hab's wirklich versucht, aber ich bekomme einfach nicht aus meinem Kopf, dass du mit Jessica... Schatz, ich... Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, dass es dir leid tut. Ich kann nur nicht so tun, als wäre alles wieder normal. Ich bin deswegen fast nach Kambodscha abgezischt. Ausgerechnet Jessica Stiel. Ich will, dass wieder zwischen uns alles gut wird. Weil ich dich liebe. Okay, gut, dann. Wann ist diese Therapie? Bei Dr. Ruth Goldmann? Morgen 11 Uhr. Erholt euch gut. Kommt nicht so schnell wieder. Und ich dachte immer, die Firma braucht mich. Es sind eure Flitterwochen. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Ich habe das alles geplant. Ich vertage in Paris kidnappen und dann fliegen wir einfach dreimal um die Welt. Super, dann kommt ihr ja zweimal hierher. Nur wenn es sich nicht vermeiden lässt. Graf, Ihr Wagen steht bereit. Na dann, auf in den Kampf. Viel Spaß euch beiden. Danke. Ja, alles gut. Ja. Wow, da bin ich ja gerade noch rechtzeitig. Also, macht's gut. Viel Spaß. Ach nee. Du bist ja doch hier geblieben. Freut mich. Ja, obwohl ich den Zwischenstopp in Kambodscha schon fast eingeplant hätte. Gute Reise. Danke. Danke. Ich komme gleich wieder. Ich hätte dich nicht so früh beim Frühstück erwartet. Helena sieht mich an, als wäre ich krank. Wenn ich sie anfasse, dann zuckt sie zusammen. Sie lacht nicht mehr über meine Witze. Niemand lacht über deine Witze. Ich glaube, Helena wird mir nie wieder vertrauen. Andi, falls es dich tröstet, ist Bolli und mir nicht anders. Ja, aber schleppt er dich deswegen zum Therapeuten? Andi und ich trennen uns nicht. Ich bin seinetwegen hier geblieben. Sehr schön. Ihr passt gut zusammen, habt viel gemeinsam und er kann ein Dach reparieren. So jemand braucht man in der Familie. Ihr entschuldigt mich, ich muss in die Firma. Das freut mich für euch. Es wird schon wieder. Es ist gut, dass du euch noch eine Chance gibst. Und wenn ich euch irgendwie helfen kann. Danke, wir haben Hilfe. Professionelle Hilfe. Wie, und dann sitzt da so ein wildfremder Mensch vor dir und du entblößt die intimsten Geheimnisse deiner Vergangenheit? Ja, was meinst du wohl, warum ich so nervös bin? Die Frau ist fachlich brillant. Sie publiziert seit Jahren in allen möglichen Fachzeitschriften zu Frauenthemen und modernen Partnerschaften. Entschuldigung, aber das ist wieder so typisch, dass du deine Beziehungskrise mithilfe der Wissenschaft lösen willst. Mann, ich hab echt Schiss, dass diese Frau irgendwelche komischen Sachen aus mir rausholt. Die da zum Beispiel wären?
Ich denke mal, sie wird alles wissen wollen. Zum Beispiel über unseren Absturz mit Jessica. Was glaubst du, was die Therapeutin daraus schließt? Was weiß ich? Dass ich als Kind vernachlässigt wurde, keine Kinder deswegen mag, Frauen schlecht behandle und heimlich auf Männer stehe. Das war kein Witz. Ja, deshalb lache ich ja. Ich will nicht, dass irgendjemand in mir rumstöbert. Mit mir ist alles in Ordnung. Ja, wollen wir mal gucken, ob die Therapeutin das bestätigen kann. Und Andi macht bei sowas mit? Er weiß eben, dass es für uns wichtig ist. Erst noch in die Buchhaltung, dann zum Controlling. Dann haben wir alle Abteilungen durch. Lieb, dass du mich überall herumführst, Tine. Je eher dich alle auf dem Schirm haben, umso besser. Mhm. Frau Stier, machen Sie so lange den Empfang, wir sind gleich wieder da. Ja, klar. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Viel Spaß. Nimm die Suchfunktion, Jessica. Zeigt aber nichts an. Ja, dann geh ins interne Netzwerk. Ah, da sind sie. Oh Gott. Hast du den Stick schon reingesteckt? Natürlich, ich bin doch nicht blöd. Ja, sieh doch offen, Schätzchen. Für uns beide. Herr Kamoto, da ist er. Also, geht doch. Jetzt zieh das Teil rüber und fertig. Wann bekomme ich meine Kohle? Hat er einfach aufgelegt. Das hat vielleicht Nerven. Suchen Sie was Bestimmtes. So. Am besten, Sie erzählen mir erst mal, warum Sie zu mir gekommen sind. Und dann können wir gemeinsam eine Zielsetzung für die weiteren Sitzungen erarbeiten. Na, möchtest du nicht anfangen? Ich denke, du solltest das tun. Aha. Was schreiben Sie denn da jetzt schon auf? Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Oh, ich mache nur meine Notizen. Okay. Also, eigentlich haben wir gar keine Probleme. Hatten wir doch noch nie, oder? Keine richtigen Probleme. Das Übliche halt. Helena ist immer sehr vernünftig. Und ich habe halt mal Blödsinn gebaut. Zum Beispiel Fremdgehen. Einmal. Und dafür hat er sich zielsicher die einzige Frau ausgesucht, die ich in jeder Hinsicht verabscheue. Ich war total betrunken. Das entschuldigt natürlich alles. Wollen wir das vielleicht etwas langsamer machen, damit sie auch in Ruhe alles mitschreiben kann. Ach so, und ein schwuler Freund von uns hat auch noch mitgemacht. Naja, also nicht so mitgemacht. Ich habe jetzt nicht mit ihm. Verstehen Sie, was ich meine? Aber eigentlich haben wir keine Probleme. Sie haben Dateien vom Rechner meines Vaters kopiert. Wer hat Sie dazu angestiftet? Niemand. Ich wollte mir Arbeit mit nach Hause nehmen. Wissen Sie, Datendiebstahl, Industriespionage. Wenn Sie Glück haben, kommen Sie mit einer Bewährungsstrafe davon. Kann aber auch schlechter laufen. Störe ich? Nein. Frau Stiel hat soeben versucht, Daten vom Rechner runterzuladen. Oh, das ist ja interessant. Ich schwöre Ihnen, das ist ein Missverständnis. Sehe ich so aus, als hätte ich die Zeit, mich von Ihren Ausreden langweilen zu lassen? Mal sehen, ob Sie bei der Polizei gesprächiger sind. Nein. Wir drei wissen doch, für wen Madame spioniert. Und ich würde gerne wissen, was er vorhat, du nicht? Ich habe nicht für Ansgar spioniert. Hören Sie mir mal gut zu, Schätzchen. Wir bieten Ihnen hier gerade die Chance, halt aus der Sache rauszukommen. Ich an Ihrer Stelle würde mit uns kooperieren. Ja, dann haben wir ja jetzt alles ausgebreitet. Sie kennen uns jetzt wahrscheinlich besser als wir uns selbst.
Soll ich Ihnen vielleicht noch was über meine Kindheit erzählen? Da sind Sachen passiert, die glauben Sie gar nicht. Danke, das ist nicht nötig. Ach, schön. Ja, dann legen Sie mal los. Womit? Naja, Sie sind doch der Profi. Was erwartest du eigentlich, dass sie uns ein Rezept ausstellt und dann ist alles wieder gut? Naja, deswegen sind wir doch hier. Sehen Sie, so ist das immer. Alle sollen irgendetwas tun, damit es ihm wieder gut geht. Entschuldigung, ich halte mich jetzt zurück. Und dann guckt er einen mit großen Augen an und sagt, sorry. Und wie war das davor? Waren Sie da beide zufrieden? Eigentlich schon. Wir sind sehr verschieden. Naja, gut, sie ist halt Gräfin und ich bin Bauarbeiter. Oh, kommt jetzt wieder dein Sozialkomplex? Betrügst du mich deshalb mit einem Dienstmädchen? Das hat damit nichts zu tun. Noch ein Unterschied. Ich weiß, warum ich Dinge tue, er nicht. Genau. Denn sie ist perfekt und ich bin nur ein Mensch. Also, soviel ich weiß, bezahlen wir sie hier pro Stunde und nicht pro Wort. Also wollen Sie nicht vielleicht auch mal was Hilfreiches sagen? Bei euch in der Firma passieren echt merkwürdige Sachen. Wahrscheinlich sind wir deshalb so erfolgreich. Ich meine, Jessica wird beim Rumschnüffeln erwischt und ich werde dafür nach Hause geschickt. Das ist doch total unfair, oder? Willkommen in Tanjas Welt. Ich habe mir noch nie so viel Mühe beim Job gegeben. Und dann das. Sorry, aber ich habe dir gesagt, du sollst für diese Schlange nicht arbeiten. Frag Ansgar, bei Tanja als Arbeitgeber sind sogar wir uns einig, oder? Tja, also, wenn man vor 12 Uhr Feierabend hat, kann es so schlimm nicht sein. Ja. Soll ich dir noch schnell meine Entwürfe zeigen? Ach, Rebecca, ich habe noch eine Frage an Frau Wolfe. Geh doch schon mal vor, ich schicke sie dir nach. Okay. Tja, also, wenn du unzufrieden bist in der Firma, ich bin da zwar nicht mehr gern gesehen, aber mein Wort hat nach wie vor Gewicht. Danke. Geht schon. Na komm, erzähl schon, was ist denn los? Jessica wurde beim Schnüffeln erwischt und ich wurde dafür bestraft. Ich meine, das ist doch total ungerecht, oder? Tja, was denken die sich nur dabei? Menschen machen Fehler. Ist Ihnen das bewusst? Ich habe nie was anderes behauptet. Natürlich. Und können Sie das akzeptieren? Naja, also es kommt schon ein bisschen auf die Art des Fehlers drauf an. Was Andi gemacht hat, das sprengt die Grundlage unserer Beziehung. Es tut mir leid. Diese Therapie kann keinen Erfolg haben. Was heißt das? Dass wir jetzt hier Geld und Zeit verschwendet haben? Beenden Sie Ihre Beziehung. Wie bitte? Moment mal, also genau deswegen sind wir hier, weil wir das nicht wollen. Also uns trennen. Haben Sie das etwa gerade in Ihrer Kladde ausgerechnet? Herr Fritsche hat einen Fehler gemacht, den Sie ihm nicht verzeihen können. Das ist Ihr gutes Recht. Ja, ich will einfach verstehen, warum Andi mich betrügt. Und ich will eine Garantie dafür, dass sowas nie wieder vorkommt. Ist das zu viel verlangt? Das ist viel mehr, als eine Therapie jemals leisten kann. Frau von Lahnstein, Sie erwarten einen perfekten Partner. Damit werden Sie zwangsläufig enttäuscht. Das wiederum klingt für mich plausibel. Also wahrscheinlich bin ich jetzt auch noch schuld daran, dass du mit Jessica geschlafen hast. Es geht im Moment nicht um Schuldzuweisungen. Also wissen Sie was? Ich glaube, Sie haben recht. Das hier macht wirklich keinen Sinn. Helena, was hast du denn erwartet? Dr. Goldbaum ist ein Profi. Wir brauchen einen Profi. Und jetzt haben wir einen gefunden, der uns sogar noch die Wahrheit sagt und du drehst plötzlich völlig ab. Ja, das gefällt dir natürlich ganz gut. Zur Paartherapie zu rennen war doch deine Idee. Welche ja nicht schlecht war. Naja, und diese Therapeutin, die rückt einfach alles in eine andere Perspektive. Fragt sich nur, in wessen Perspektive? Aber wir gehen doch dahin, damit wir etwas über uns erfahren. Wie wir etwas besser machen können. Und jetzt gibst du bei der ersten Schwierigkeit gleich auf? Ja, so habe ich mir das eben nicht vorgestellt. Ach ja, wie denn dann? Wir müssen doch nicht über mich reden. Wieso nicht? Du bist der, mit dem etwas nicht stimmt. Ich habe dich nicht betrogen. Dann wolltest du dir also nur noch mal von einem Profi absegnen lassen, was für eine miese Nummer ich abgezogen habe. Quatsch. Weil du alles richtig gemacht hast und ich mein Leben ändern muss. Ja, und dein Leben ist natürlich tabu, Fritsche, weil du keine Probleme hast mit deinen ganzen Fehlern, sondern nur die anderen. Ja, dann fahr doch nach Kambodscha. Hey. Hi.
Entschuldige, ich habe leider nicht viel Zeit. Ich bin offiziell nur kurz bei der Post und soll nicht aufliegen. Ja, wo ist der Stick? Es gab da ein Problem beim Runterladen. Ein Problem? Ja, die haben da so ein neues Sicherheitsprogramm. Jedenfalls muss man so ein Passwort eingeben, wenn man da eine Kopie von einer Datei machen will. So ein Passwort also, ja? Tja, Schätzchen, ich fürchte, da musst du dich wohl ein bisschen mehr ins Zeug legen für dein Geld. Naja, schon gut. Ich muss telefonieren. Setz dich dahin, fass nichts an. Ich bin gleich wieder da. Giacomo, ja. Also, keine irischen Baupapiere, keine spanischen Staatsanleihen. Ja. Die Landscheinbank ist wahnsinnig. Doch. Da gibt's einen Unterschied. Kennen Sie den nicht? Ja, großartig. Ja, ich denke, so kommen wir ins Geschäft. Aha. Ja. Frau Wolf, könnten Sie Helena bitte die Dossiers für die anstehenden Auktionen raussuchen? Ach, gerne. Danke. Schön, dass Sie jetzt auch für uns arbeiten. Ja, danke, das freut mich auch. Ich muss mich zwar noch ein bisschen einfinden, aber es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Landschein Enterprises, Wolf? Ich bin so froh, dass du geblieben bist. Uns fällt dir wirklich die Decke auf den Kopf. Ja, zum Glück. Ich brauche dringend Ablenkung. Meinst du nicht, ihr solltet die Paartherapie vielleicht doch noch weitermachen? Auf keinen Fall. Die ist sofort auf mich los, als wäre ich schuld daran, dass Andi mich betrügt. Okay. Soll ich noch mal mit ihm reden? Danke, ich konzentriere mich jetzt auf unsere Arbeit. Gut, aber wenn irgendwas ist, du reden willst oder... Weiß ich, wo ich dich finde. Danke. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das so einfach ist. Redest du mit mir? Ich spreche von dir und Andi. Ich habe mit dir nichts zu besprechen. Worüber auch. Das mit euch hat sich ja eh gerade erledigt. Darum ging es dir die ganze Zeit, oder? Euch zu auseinanderzubringen war ein Kinderspiel. Von wegen große Liebe. Und? Würdest du so einen Anzug kaufen? Nicht schlecht, auf jeden Fall. Muss ich? Du würdest Rabatt bekommen. Hey, wusstest du schon, dass unsere kleine Schwester neuerdings zur Top-Designerin mutiert? Wer von uns beiden der Mutant ist, ist ja wohl keine Frage. Pass auf, ich bin... Nein, du brauchst das für meine Präsentation. Her. Bin ich eigentlich sehr anstrengend? Inwiefern anstrengend? Perfektionistisch, kontrollierend, performend, intolerant. Ich bin nicht da. Du kennst mich am besten. Naja, manchmal... bist du eben ein bisschen anspruchsvoll. Wer sagt das denn? Dein Bauarbeiterfreund? Mein Bauarbeiterfreund und unsere professionelle Paartherapeutin. Tja, es kann schon nerven, dass du so perfekt bist. Was ist daran bitte so schlimm? Wenn man einfach mal was macht, ohne groß darüber nachzudenken und dann voll auf die Schnauze fliegt. Und dann sieht man Helena und das nervt. Da kann sie doch nichts dafür. Doch. Oh Mann, ich bin so eine Schreckliche. Ich hab's dir gleich gesagt, Tante. Das ist schrecklich. Ich hab's gleich gesagt, ich bin nicht da. Der Flügelschlag eines Schmetterlings. Viele tausend Kilometer entfernt kann hier einen Orkan auslösen. Alles ist ständig in Bewegung. Dinge greifen ineinander, verselbstständigen sich. Und ehe wir es uns versehen, hat sich direkt über uns ein Orkan zusammengebraut. Sie sind schnell, Jessica. Danke, ich werde das prüfen. Das war's für heute. Wir leben in einer chaotischen Welt. Aber es bringt uns nicht weiter, wenn wir ständig alle Türen und Fenster schließen, nur weil wir fürchten, dass das Chaos auch irgendwann zu uns vordringen könnte. Du hattest recht. Es geht um mich. Also zumindest auch um mich. Man kann das Chaos auch für sich nutzen, indem man es für sich arbeiten lässt. Oder man glaubt, man kann es besiegen, indem man ihm einen Schritt voraus ist. Na bitte. Was?
Ich wusste es. Boris Kodalev. Der Mann für schmutzige Deals. Wenn Ansgar mit dem Geschäfte macht, dann plant er irgendwas. Das könnte auch für uns gefährlich werden. Aber wir werden ihm dabei hübsch auf die Finger gucken. Für mich? Krimsekt. Sie haben mich gerade zu dem kleinen russischen Geschäft inspiriert und ich wollte mich erkenntlich zeigen. Was denn für ein Geschäft? Oh, eins, das mir ein wenig Zeit verschafft. Okay. Ja, dann hoffe ich mal, dass das Zeug gut ist. Moment. Das Zeug ist gut. Aufmachen. Hier? Na klar, wo denn sonst? In my honey, it's in my milk. Don't leave my half a heart alone. On the water, cover me in rag and bone. Wir reden uns wirklich ein, dass wir unsere kleine Festung gefunden haben. Ohne zu merken, dass wir schon lange selbst der Schmetterling sind, dessen Flügelschlag den Orkan auslöst, der in unseren Mauern rüttelt. Ich dachte immer, wenn ich keinen Fehler mache und immer nur genug aufpasse, alles analysiere und die Kontrolle behalten, dann kann mir nichts passieren. Du bist perfekt, so wie du bist. Ich mache nur Fehler und rede mich dann raus. Wahrscheinlich ist es genau das. Ich wollte einfach nicht sehen, dass immer zwei dazu gehören. Wer will schon mit jemandem zusammen sein, den er für perfekt hält? Ich habe so Angst, dich zu verlieren. Wenn die Mauern erstmal gefallen sind, dann stehen wir vor den Trümmern und fragen uns, wie wir uns jemals einreden konnten, sie sei sicher. Ja, ich habe immer geglaubt, dass es nur angeht. Das ist der Moment, in dem wir loslassen und die Kontrolle an Profis abgeben. Denn wenn eine Festung wirklich Schutz bieten und halten soll, lässt man sie schließlich von einem Spezialisten bauen. Gerecht. Aber wir sind auf einem guten Weg, oder?